Willkommen, Freunde, zu Bioshock. Wir haben hier den rechten Handabdruck eines Menschen oder eines Splicers. Und waren hier letztens, glaube ich, hier dabei, diese Kanone kaputt zu schießen. Ich weiß nicht mehr, ist ja schon einige Tage her, dass ich aufgenommen habe. Und hier haben wir den Safe geöffnet, genau. Was haben wir hier? Zwei Pistolenkugeln. Du kannst nicht noch mehr Pistolenkugeln tragen. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal die Pistole in die Hand und schauen, dass wir mit der Pistole ein bisschen durchgehen. Lad mal nach. Lad halt so nach. Ist mir egal. Komm. Bam. Okay. Das heißt, wir können wieder ein bisschen herumballern damit. Oh, da liegt Pistole, aber die kann ich sowieso nicht einsammeln. Ein Lead has Slicer. Moment. Strafe. Subjekt ist tot. Neues Tonikum Dieb. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Okay. Ja geil, nimm das. So, dann nehmen wir die Waffe in die Hand. Mir wurde gesagt, ich sollte vielleicht mal demnächst ein bisschen auf, ja, wie soll ich so sagen, auf Big Daddies achten. Das heißt, Big Daddies fotografieren oder so, damit ich halt auch Schadensboni bekomme. Und das werden wir dann auch ausprobieren. Ach, da kann ich mich doch dran erinnern. Hier links ist doch eine Kamera gewesen. Lad has Splicer, könnte ich jetzt auch ein Foto machen, aber das ist dabei nicht so wichtig. Ach, da ist die Kamera. Bam, down bist du, down. So einfach geht das. Leider nichts drin, schade. Ich habe nämlich auch gehört, da gibt es Filme manchmal. Die braucht man nämlich für die Kamera, damit man überhaupt Fotos schießen kann. Wie kriege ich dich auf? Nein. So kriege ich dich auf. Okay. Okay, dass ich jetzt so schnell war. Ist das ein Bug oder gehört sich das so? Okay, ja dann. Scheint so zu gehören. Vorsicht ist geboten. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Ach, Atlas, wir sind doch die ganze Zeit dabei. Sonst wären wir ja nicht mal bei Neptunes Bounty, ey, was geht? Sonst wären wir ja gar nicht hingegangen hier. Ein Tagebuch, Ryan kennengelernt. Hören wir uns an, während ich hier ein bisschen was einsammle, ja? Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen, fragt er. Warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. So einfach geht das, McDonough. So einfach geht das. Hier haben wir eine Genbank. Da kann ich nämlich das hier, das nervt mich irgendwie. Ich habe mir das gekauft hier letztens. Security Bullseye. Das wechsle ich aus gegen Telekinese. Wobei... Das denn? Electroball, ja gut. Gegen Telekinese würde ich sagen. So, dann haben wir Telekinese wieder. Ist okay. Aber wir laufen mit der Waffe rum. Ach du Shit. Also gut, zielen kann man damit nicht. Puh, ich höre einen. Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut! Ich hab dich nicht angegriffen! Wobei, jetzt habe ich ihn schon angegriffen. Shit! Entdeckung des Adam? Hab ich das noch nicht gesehen? Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und
noch etwas anderes. Okay, das heißt, sie hat einen Weg gefunden, die DNS zu verändern. DNS? DNA. DNA. Sorry. Die zu verändern. Der kommt hierher, oder? Er geht weg! Er geht weg! Nein! Rosie? Was ist denn Rosie? Bonus, mehrere Motive. Okay. Neuer Forschungslevel! Forschungsbonus für Rosie, erhöhter Schaden plus. Rosies sind anfällig für panzerbrechende Munition. Schön. Die panzerbrechende Munition habe ich hier in der Schrotflinte. Das ist ionischer Schrott. Ich habe keine panzerbrechende mehr. Was geht? Kurz mal überall durchladen. Nicht, dass ich im Kampf dann ohne irgendwas dastehe. Oh fuck. Essen, essen, aufheben, alles super, alles toll. Wer atmet denn überhaupt noch? Hä? Oh nein. Oh shit! Ich habe keinen Verbandskasten mehr, fällt mir gerade auf. Ach, jetzt habe ich wieder einen. Schön. Babys sterben nicht? Ja, im Normalfall nicht, nein. Die Todesstrafe in Rapture. Was zur Hölle? Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Ach, der liebe Andrew Ryan hat die Todesstrafe in Rapture wieder reingeführt. So, wir wechseln, denn da vorne ist sicher gleich wieder ein Gegner. Ich höre jemanden, aber sehe niemanden. That's really interesting. Ausgetrickst, du Monster! Du tust meiner Kleinen weh! Ich werde dich mein Gott! Och nee! Nein! Oh. Ja, schade, ich habe den Sicherheitsalarm ausgelöst. Ich bleib drin. Oh Gott, weg! Wenden Sie den Zentralrat um gegen jeglichen Wassereintritt. Eine Little Sister, ich habe eigentlich das andere fotografiert.
Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Rosie! Okay, tschüss, 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 tschüss. Go, go. Okay. Das ist mein Kind! Mein! Oh, fuck! Ich folge deinem Gestank! Ah! Na, wo bist du? Da oben bist du! Get down, hab ich gesagt! Get down! Get down! Ein Spider-Splicer. Leider tot, sonst hätte ich ein Foto machen können. Spider-Splicer-Organ. Aber ich glaube, ich mache ein Foto. Es gibt zwar eine Bestrafung, aber es hilft. Spider-Splicer. Strafe, Subjekt ist tot. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Also hier und hier. Aber... jetzt bist du tot. Okay, Sicherheitsnotschalter. Schön, Pistolenkugeln. Was höre ich da? Ich habe total Angst vor den Rosies. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe Angst vor den Rosies. Wir gehen langsam aber sicher zurück. Nein, da ist es sicher nicht durch. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Gut, danke. Ich höre schon wieder einen. Oder eine Rosie. Pass auf, schau mir mal, wohin ich muss, bitte. So. Wir sind hier. Ich muss... wohin muss ich denn überhaupt? Zur Tauchkugelstation? Ach, fotografiere drei Spider-Splicer. Bin am oberen Kai. Was? Was? Fighting McDonagh? Nee. Nee. Der zweite ist im Fighting McDonagh's Tavernenzimmer. Bla 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 bla. Okay. Also, der ist am oberen Kai, den habe ich schon, glaube ich. Weil wir sind gerade hier und den habe ich, denke ich, schon umgebracht. Ach, schade. Das heißt, wir gehen wieder in die Richtung, wo die Rosie mit der lieben Sister ist. Das macht mir irgendwie Angst. Du kannst es Adam riechen? Ich zeig dir, was du riechen kannst! Das kannst du riechen! Ach, scheiße. Los, 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 los! Oh nein. Oh nee! Gehen wir jetzt im Kreis oder was, hä? Du müsstest down sein. Halt die Schnauze, am liebsten würde ich dich jetzt einfach killen, weißt du das? Nein,
Oh doch. Danke. Schnauze. Arsch. $50, schön. Eine Nietenpistole? Ey, warum kann man die nicht einfach nehmen? Die ist doch cool. Gut, das heißt, jetzt kann ich aber wieder in die Richtung gehen, ohne Angst zu haben, weil ich hab den ja eigentlich jetzt schon zeitweise dachte ich, das vernichtet. Wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Och nee! Ah, kriegst du MG-Patronen in den Arsch! Ohlala. So. Da war ich zwar schon mal, aber... Umschauen schadet nicht. Hände weg von meinen Oh Gott! Das ist er! Das ist er, oder? Nee, das ist ein Nitrospleiter. Schade. Aber dich kann ich auch fotografieren. Guck mal. Strafe. Subjekt ist tot. Für Antipersonenmunition und natürlich wieder erhöhter Schaden. Das ist aber schön. Ja, Leute. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Bioshock. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Wenn euch die gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.